Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei The AppFlow. Heute mal wieder mit einem Mobile Security Test Video. Heute testen wir McAfee Mobile Security oder auch bekannt unter dem Namen Intel Mobile Security. McAfee gehört ja seit ein paar Monaten oder Jahren zu Intel dazu. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal, öffnen wir die App, Konfiguration läuft und dann schauen wir mal. Hier müssen wir der App erstmal weitere Berechtigungen geben, damit sie auch ordnungsgemäß funktioniert. Das machen wir mal schnell. So, das wäre auch erledigt. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt öffnen wir mal den Akku-Optimierer. Hier brauchen wir auch weitere Berechtigungen, und zwar den Zugriff auf den Speicher. Das heißt, wenn wir diese Funktion nutzen wollen, kommen wir da leider nicht drum herum. So, dann können wir auch gleich mal mit dem ersten Scan beginnen. Jetzt sollte es Scan laufen, aber es wird erst nochmal Werbung eingeblendet. Und okay, also wir haben auch die Möglichkeit, SMS-Nachrichten mitzuscannen. Da müssen wir McAfee natürlich auch wieder den Zugriff auf unsere SMS-Nachrichten geben. Kann jeder selber entscheiden, ob er das machen will oder nicht. So, jetzt läuft der Scan, damit das Ganze nicht ganz so lange dauert, spulen wir mal ein bisschen vor und dann schauen wir uns am Ende das Ergebnis an. Und hier haben wir das Ergebnis des Scans. Es hat jetzt 1 Minute und 11 Sekunden gedauert, um 54.781 Elemente zu scannen. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis. Dann werfen wir noch schnell einen Blick auf die Scan-Einstellungen. Also hier haben wir die Möglichkeit, den Echtzeitscan zu aktivieren und zu deaktivieren, den geplanten Scan zu aktivieren und zu deaktivieren, das heißt, dass die App selbstständig zu einer festgelegten Uhrzeit das Gerät auf Viren und andere Dinge untersucht. Dann haben wir hier noch die automatische Aktualisierung, die kann man auch aktivieren oder deaktivieren. Dann kann man noch auswählen, welche Objekte gescannt werden sollen, zum Beispiel Apps, potenziell unerwünschte Programme oder SMS-Nachrichten. Und natürlich haben wir auch noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel den Punkt Datenschutz. Hier können wir einsehen, welche Apps welche Berechtigungen erfordern und wo hier ein eventuelles Datenschutzrisiko bestehen könnte. Dann werfen wir noch einen Blick auf den Akku-Optimierer. Hier haben wir die Möglichkeit, die Akkulaufzeit zu verlängern, den Speicher zu bereinigen und den Arbeitsspeicher zu bereinigen, um so eine längere Akkulaufzeit und mehr Speicher zu erhalten. Auch hier lohnt sich nochmal ein Blick in die Einstellungen. Hier können wir zum Beispiel die automatische Verlängerung der Akkulaufzeit deaktivieren oder aktivieren. Das heißt, bei niedrigem Akkustand wird die Vibration deaktiviert, die Bildschirmhelligkeit wird verringert und ja, dann haben wir hier noch Synchronisationssteuerung, Warnung wegen geringem Speicherplatz und was für mich ein ganz klarer Pluspunkt von dieser App ist, dass man, wenn man zum Beispiel einen Mobilfunkvertrag mit eingeschränktem Datenvolumen hat, zum Beispiel man hat im Monat 1 GB Datenvolumen, kann man hier festlegen, dass man 1 GB Datenvolumen hat und nicht über dieses festgelegte Volumen hinaus will, um so dann zu verhindern, dass automatisch neues Datenvolumen dazugekauft wird. Das ist bei einigen Anbietern so und das kann dann schon mal ziemlich ärgerlich sein, weil dadurch hohe Kosten entstehen können. Dann haben wir natürlich wie bei allen anderen Mobile Security Apps auch die Option Gerät auffinden. Wenn wir das allerdings aktivieren wollen, müssen wir uns vorher registrieren. Das mache ich jetzt mal nicht. Und dann schauen wir mal weiter. Dasselbe gilt auch für die Option Datensicherung. Ist natürlich sehr gut, dass diese App eine Datensicherungsfunktion an Bord hat. Allerdings erschließt sich mir jetzt nicht ganz, warum man sich dafür anmelden muss. Wahrscheinlich, weil als Speicher dann die McAfee Cloud genutzt wird und nicht der Internetspeicher oder die SD-Karte. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, zur Websicherheit. Dieser Punkt ist sehr wichtig und natürlich auch sehr sinnvoll. Hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir unsere Webseiten prüfen lassen von McAfee. Das heißt, wenn wir auf unsichere Seiten, zum Beispiel auf Phishing-Webseiten gehen, erkennt die App das automatisch und leitet uns auf eine McAfee-Seite um, die uns dann darüber informiert, dass wir auf eine eventuell ungesicherte oder gefährliche Webseite zugreifen wollen. Außerdem haben wir hier noch die Möglichkeit, dass wir uns warnen lassen können, wenn wir in ein unsicheres WLAN-Netzwerk einloggen.
zu guter Letzt noch kurz etwas zum Punkt Anrufe blockieren. Hier haben wir die Möglichkeit, eingehende Anrufe oder ausgehende Anrufe zu blockieren, Roaming-Anrufe komplett zu blockieren. Das ist übrigens sehr sinnvoll, wenn man hohe Kosten vermeiden will. Anonyme Anrufe kann man ebenfalls blockieren. Das ist für alle Leute auf jeden Fall sehr praktisch, die häufig irgendwelche Werbeanrufe bekommen. Was allerdings ein Nachteil ist, dass wir hier nicht die Möglichkeit haben, zum Beispiel Spam-SMS zu blockieren. Andere App-Anbieter bieten hier die Möglichkeit, dass man Spam-SMS auch auf eine Blacklist setzt und so den Empfang dieser SMS gleich von Anfang an abwehrt. Und so bewerten wir. Die Benutzerfreundlichkeit wird einmal gewichtet, die Sicherheit viermal, der Funktionsumfang dreimal und die Performance zweimal. Kommen wir nun zur Bewertung. Für die Benutzerfreundlichkeit vergeben wir 4 von 5 Sterne, da das Menü zum Teil etwas unübersichtlich gestaltet ist. Für die Sicherheit vergeben wir basierend auf dem Test von avtest.org 5 von 5 Sterne. Die App hat eine Erkennungsrate von 99,8%, was um 1,8% über dem Industriedurchschnitt liegt. Für den Funktionsumfang vergeben wir 5 von 5 Sterne. Die App hat alle wichtigen Funktionen und besitzt außerdem noch eine Backup-Funktion, die sehr praktisch ist und die nicht jeder Anbieter von Mobile Security Apps anbietet. Und auch für die Performance vergeben wir insgesamt 5 von 5 Sterne, da die App das Gerät nicht verlangsamt. Und somit kommen wir für McAfee Mobile Security bzw. Intel Mobile Security zu einem Gesamtergebnis von 5 von 5 Sterne. Und das war's mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mehr zum Thema Mobile Security Tests sehen willst oder dich für Smartphones interessierst, Unboxing-Videos von iPods, Handys, Smartwatches und so weiter sehen willst, dann abonniere unseren Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Mal bei The App Flow.